Bevor wir mit dem Video loslegen, möchte ich euch darauf hinweisen, dass ich heute bei meiner Darknet-Recherche auf eine Seite gestoßen bin, die wirklich sehr verstörend ist. Ich möchte euch an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung geben, denn wir sind heute auf Dinge gestoßen, welche ziemlich sicher auf den einen oder anderen verstörend wirken könnten. Deswegen an dieser Stelle nur eine kleine Warnung und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Wir gehen gemeinsam ins Darknet, das wahrscheinlich beliebteste Format auf meinem Kanal. Für die Leute, die jetzt neu sind und nicht genau wissen, um was es geht, ich habe ein Format und eine Serie hier auf YouTube gestartet bzw. gegründet, in welcher wir gemeinsam ins Darknet gehen, den versteckten Teil des Internets, in welchem sich ganz, ganz viele merkwürdige, düstere und illegale Machenschaften befinden. Denn der ein oder andere weiß es vielleicht gar nicht, aber das Darknet bietet natürlich auch sehr viel positive und coole Dinge. Meistens stößt man aber leider eher auf die bösen und kriminellen Dinge. Und heute werden wir natürlich wieder den versteckten Teil des Internets durchforsten, das Darknet, und einfach mal schauen, was es dort für Webseiten gibt und was wir allgemein dort finden. Deswegen würde ich sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Und noch ganz wichtig zu sagen, weder YouTube noch ich stehen mit irgendwas davon in Verbindung, was ihr heute hier sehen werdet. Und in dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video, denn wir gehen jetzt ins Darknet. Alright, meine Freunde, wir befinden uns nun im Darknet und ich bin direkt auf eine Seite gestoßen, die ich sehr sketchy finde, zudem mich noch frage, ob das überhaupt noch irgendwie groß relevant ist. Denn auf dieser Webseite kannst du Corona-Tests kaufen. Corona-Tests, welche aber schon genutzt wurden, ja? Das heißt, das sind nicht irgendwelche Tests, die du einfach überall im Discounter oder bei der Apotheke kaufen kannst, sondern Tests, welche eben schon Ergebnis ergeben haben, wie ihr hier auch auf dem Bild sehen könnt. Und genau das kann man hier kaufen. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gefährliche Nummer, weil man damit halt eben sehr viel Schaden anrichten kann, ja. Ich werde mich jetzt auch nicht lange auf dieser Seite auffinden. Ich wollte es euch einfach mal kurz zeigen. Das ist ein Darknet-Marktplatz, ja. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Darknet-Ebay, wo halt eben Leute ihre Ware verkaufen. Dabei handelt es sich aber zu 99% um illegale Güter, wie irgendwelche Rauschmittel und so weiter. Aber unter diesem ganzen Zeugs habe ich unter dem Reiter medizinische Hilfsmittel und so weiter und allgemein Medizin das hier gefunden. Und hier kannst du, wie ihr sehen könnt, ja, bereits genutzte Corona-Tests kaufen, welche halt eben ein Ergebnis vorweisen, was du vielleicht vorzeigen möchtest, es aber nicht zeigen kannst, und hier kannst du es dir einfach kaufen. Ist natürlich, wie gesagt, eine sehr gefährliche Nummer. Das Ganze kostet $43,31 pro Item, also per Item. Ich weiß jetzt nicht, ob das heißt, dass pro, ja wahrscheinlich, ein einziger Test kostet $43,31 und du kannst zahlen mit Bitcoin. Ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr krasse Nummer. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die hier richtig viel Cash gemacht haben zu dem Zeitpunkt, wo es halt eben noch wichtig war, sich zu testen und wo du teilweise zu bestimmten Orten und Veranstaltungen ohne Test gar nicht gehen konntest, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dies in dem Fall hier genutzt wurde und sehr viele Leute hier eben genau solche Sachen gekauft haben. Krasse Nummer, aber ich würde sagen, wir schauen weiter. Ich wollte es euch einfach nur kurz zeigen, weil ich hier durch Zufall drauf gekommen bin. Aber machen wir weiter und schauen, was wir noch so finden. Dr. Black Widow, der Toxin Specialist. Okay, das sieht auf jeden Fall sehr mystisch aus, diese Seite, mit diesen Spinnen und Rot auf Schwarz. Naja, lesen wir mal, um was hier geht. I love men. Ich liebe Männer. I love seeing their eyes fade after a good... Feeling their last twitch, kissing their last breath. If I get paid for it, it's perfection. Okay, also auf Deutsch übersetzt, ich liebe Männer. Ich liebe es, ihre Augen zu sehen, wie sie, also faden, also quasi so nach, wisst ihr so, wenn du bewusstlos wirst und deine Augen dann so nach oben gehen und nur noch das Weiße da ist. Das liebt die Person nach gutem Geschlechtsverkehr und ihren letzten Kuss und ihren letzten Atemzug zu spüren. Und wenn ich dafür bezahlt werde, ist es Perfektion, schreibt er. I'm a professional killer. Ich bin ein professioneller Killer. I do jobs all over the world, but only men. Ich mache diese Jobs auf der ganzen Welt, aber nur bei Männern. I'm not primarily interested in money. It's just an extra. I kill with poison. Okay, ich bin nicht daran interessiert, also ich bin hauptsächlich nicht an Geld interessiert. Das ist nur ein Extra.
Ich töte mit Gift. Okay. I meet them, I seduce them, and they're dead. Ich treffe sie, ich gebe ihnen halt eben das Gift und sie sind tot. I don't have a fixed price. Ich habe keinen fixen Preis. The client offers an amount which I either accept or not. Okay, also der Auftraggeber bietet halt eben einen bestimmten Betrag und er akzeptiert oder sagt halt eben nein. If you want to place an order, send me a message. Also wenn du eine Bestellung aufgeben möchtest, schick mir eine Nachricht. Was ist das für eine mystische Seite? Es geht um einen Typen, welcher andere Typen umlegen möchte, aber nur Männer, sagt er. Und Geld ist nicht das Wichtigste für ihn. Oh, und hier unten steht, if you're excited by my work and would like to send me a picture of your... Please click here. Was? Also wenn du begeistert von meiner Arbeit bist und mir gerne ein Bild von deinem Geschlechtsteil schicken möchtest, dann klick bitte hier. Okay. Es ist eine ganz weirde Seite. Anfangs dachte ich, das geht hier um einen Auftragskiller. Ich kann mal draufdrücken, gucken, was passiert. Ah, okay. Also ich kann ihm hier eine E-Mail, meine E-Mail-Adresse angeben und dann hier eine Nachricht schicken. Alles klar. Das ist ganz, ganz weird. Was ist, wenn man hier drauf klickt mit diesem Foto schicken? Ich drücke einfach mal drauf. Ah. Oh honey, thank you for your interest in me. It feels good to be in your sexual fantasy. I'd love to go out with you. What? Okay, oh Schätzlein, danke für dein Interesse in mir oder an mir. Es fühlt sich gut an, in deiner Fantasie zu sein. Ich würde es lieben, mit dir auszugehen. Mach dir keine Sorgen, ich werde dich nicht töten. There's a little flower on an Indonesian island that few people know about. The locals call it Woman's Revenge. Okay, also ich glaube eher, das ist eine Frau, die diese Seite betreibt. The Black Widow, die schwarze Witwe. Also hier steht, es gibt eine Blume auf einer indonesischen Insel und nur ein paar Leute wissen davon. Und die Locals, also die Einheimischen, nennen sie Woman's Revenge, also die Rache der Frauen. It's poison doesn't kill. It only affects a certain organ. Okay, ich glaube, ich weiß, um was es hier geht. Es ist Gift, welches nicht tötet. Es geht nur auf ein bestimmtes Organ. At first, it just gives you a terrible, painful erection. Then it swells up and starts to ooze. And finally, it turns black and dies. After that, you can only fantasize. Okay, das ist gleichzeitig ein Gedicht und es ist absolut abartig. Also es geht hier um eine Blume anscheinend, die ein bestimmtes Organ attackiert. Mit dem bestimmten Organ ist das da unten gemeint bei uns Männern. Und anscheinend gibt es dir am Anfang eine sehr, sehr schmerzhafte, ja. Und dann schwillt es ganz stark an und ganz am Schluss wird es schwarz und stirbt ab. Und danach kannst du nur noch, und dann steht, after that you can only fantasize, also danach kannst du nur noch fantasieren. Also wir haben ja schon viel gefunden, aber das ist mal wieder was ganz Neues. Es geht hier höchstwahrscheinlich um eine Frau, die sich an Männern rächen möchte, die irgendein Problem mit Männern hat, die Männer unter anderem umlegen möchte, aber auch ihnen das hier einführen, dass ihnen das da unten abstirbt. Ich weiß nicht, was dieser Frau passiert ist, was man ihr angetan hat, dass sie so einen Hass auf Männer hat. Ich könnte mir da sehr schlimme Dinge vorstellen, was sie vielleicht durchlebt hat, weswegen sie jetzt so drauf ist und sagt, ich möchte mich an der Männerwelt rächen. Was uns wiederum sagt, Männers und Jungs, wer auch immer hier gerade zuschaut, passt auf, mit wem ihr euch trefft. Ja? Es könnte immer so jemand hier sein, die böse Absichten hat. Und dann ist das da unten nämlich ganz schnell tot. Also passt immer auf, mit wem ihr euch trefft. Ja, es hört sich also so an, als wäre das, jetzt verstehe ich auch den Sinn hinter dieser Seite. Du kannst diese Frau engagieren, die trifft sich dann mit einem Mann und verführt ihn wahrscheinlich und macht dann solche Dinge mit ihm. Heiliges. Okay, das ist eine üble Seite.
hat am Anfang eher so ein bisschen wie so ein Auftragskiller gewirkt, aber es scheint tatsächlich eine Frau zu sein, die diese Seite leitet und sich an Männern rächen möchte. Heftig. Schauen wir weiter. Okay, ich habe jetzt eine Seite geöffnet, die ich nicht so ganz verstanden habe. Also es... Ich weiß es nicht. Ich dachte anfangs... Das ist eine Seite, die irgendwie Rauschmittel und so verkauft. Aber hier wird Einrichtung verkauft. Oh, und Amazon Gift Cards. Eine 500 Dollar Amazon Geschenkguthabenkarte zwischen 169 bis 296 Dollar. Okay, aber du kannst hier ganz andere Sachen auch Ich check's nicht so ganz. Kannst du dir wirklich einfach ganz normal hier Parkettboden kaufen oder was? Ich klick da mal drauf. Es hat geladen und du kannst dir halt wirklich einfach nur Boden kaufen. Also, ich weiß es nicht. Ich bin da jetzt mit bösen Absichten rein, dachte, oh, das ist eine ganz üble Seite, die wahrscheinlich hier irgendwelche Sachen versteckt. Aber es ist, glaube ich, wirklich einfach tatsächlich eine Webseite, wo du Einrichtungen für dein Haus kaufen kannst. Im Darknet. Ja, finde ich witzig, dass es sowas gibt. Hätte ich jetzt selber nicht gedacht, da bin ich gerade selber total verblüfft. Ist interessant. Also ich dachte, dass sich hinter diesen Produkten vielleicht andere Sachen verstecken, wisst ihr? Dass du so drauf drückst und dann kommt da was anderes raus. Ist tatsächlich wirklich einfach eine Seite, um Einrichtungen zu kaufen im Darknet. Also, wer sich das schon immer mal überlegt hat, im Darknet ist es möglich. Oh, holy. Ich bin auf eine Seite gestoßen und ich weiß nicht so wirklich, ob ich hätte auf diese Seite stoßen sollen und ob es dafür gedacht ist, dass man auf diese Seite so einfach kommt. Also ich bin relativ simpel auf diese Seite gekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich ein bisschen durchgeklickt durch die ein oder andere Linkliste, bin dann da auf eine Seite gekommen und da war eine Seite aufgelistet, da habe ich drauf gedrückt und bin nun hier gelandet. Lolita Paradiso. Okay, meine Freunde, ich sitze jetzt gerade im Schnitt und es ist ungelogen. Das fünfte Mal, der fünfte Versuch, wo ich versuche, das Video irgendwie so zurechtzuschneiden, dass ich es auf YouTube zeigen kann. Ich habe es bereits fünfmal hochgeladen, fünf verschiedene Versionen. Jedes Mal bekomme ich Probleme mit dem Video. Ich hoffe einfach so sehr, dass es jetzt klappt. Ich ändere jetzt hier gerade schon wieder so viele Sachen um. Ich habe hier teilweise, es ist ungelogen, hier teilweise einfach den Namen von der Webseite, also wie die Seite heißt, habe ich teilweise Sachen rausgemacht. Habe hier das Ganze zensiert, ja, das ganze Bild, davor hat man ein bisschen mehr von dem Bild gesehen. Es tut mir wirklich so leid, aber ihr wisst, die Nutzungsbedingungen auf YouTube sind inzwischen sehr, sehr streng geworden. Man muss super aufpassen, was man zeigt, was man anspricht, welche Wörter man sagt. Ich meine, ihr seht es ja selbst hier, diese ganzen Lücken hier, das sind alles Wörter, die ich teilweise rausschneiden musste, die ich in dem Video gesagt habe. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr ernstzunehmendes und auch wirklich übles Thema, was wir hier auf dieser Seite gefunden haben und auch angesprochen haben. Gar keine Frage, ich verstehe das total, dass man da ein bisschen, dass YouTube das nicht wirklich gut heißt. Dennoch hoffe ich einfach, dass es jetzt geklappt hat und YouTube sieht das einfach nicht gerne. Und ich möchte, dass das Video dennoch auf YouTube online kommt und dass ihr das sehen könnt, weil, wie gesagt, das ist Aufklärung und ich möchte euch einfach zeigen, wie gefährlich das Internet ist. Ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch einfach diesen Clip hier rausschneiden können. Diese gesamte Webseite, die ich da gefunden habe, hätte ich einfach rausschneiden können. Dann hätte ich das YouTube-Video problemlos hochladen können. Ich möchte euch aber versuchen, so viel wie möglich zu zeigen, so weit, wie es halt eben auf YouTube geht. Deswegen seid bitte nicht böse, regt euch nicht auf, aber ich gebe hier mein Bestes. Es ist jetzt der fünfte Versuch, dieses Video auf YouTube hochzuladen. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Wenn ihr das Video unzensiert sehen wollt, ohne diese ganzen Sachen, wisst ihr ja, findet ihr auf meinem Patreon-Kanal. Da lade ich ja alles unzensiert hoch, weil man das da halt eben darf. Link dazu unten in der Videobeschreibung und wir gehen jetzt wieder zurück ins Video. Ich hoffe, dass alles funktioniert hat. Ich werde jetzt einfach mal lesen, was hier steht. This is the only place on the dark web where you can get your personal living toy. Keep in mind that we are not selling anything on this website. You will just get the contact information you need to make your dream true. Ach du Heiliges. Okay. Also auf Deutsch übersetzt, das ist der einzige Ort im Dark Web, wo du dein eigenes, persönliches, lebendiges Spielzeug erwerben kannst. Beziehungsweise nicht erwerben, sondern bekommen kannst. Keep in mind that we are not selling anything on this website. Also du musst dir im Klaren sein, dass wir auf dieser Webseite nichts verkaufen. Du wirst nur die Kontaktinformationen, die du benötigst, bekommen
um deinen Traum verwirklichen zu können. Oh nee. Okay, das ist wirklich was ganz Übles. Ich werde höchstwahrscheinlich jetzt hier auf YouTube dieses Bild zum Teil zensiert haben. Der Grund dafür ist, dass wir hier eine Frau sehen, welche hier die Gliedmaßen bekommen hat und zudem auch nichts mehr anhat. Man hat ihr hier was reingeritzt, ein Schimpfwort auf Englisch. Okay, hier ist noch mehr Text. About lives. Ja, es tut mir leid, ich werde hier einiges zensieren müssen, auch was ich hier sage, bezüglich der Wörter. Aber so sind halt leider die YouTube-Richtlinien. Hier wird erklärt, was es ist und was es hier genau geht. Aber ich denke, dass der ein oder andere wahrscheinlich mit dem Begriff Lolita was anfangen kann. Lolitas are women between 18 and 28. Also diese Lolitas, ja, sind Frauen im Alter von 18 bis 28. The doctor based in India will the limbs and gave them life-saving treatment till they are ready to be sold. Okay. Also, der Doktor, welcher sich in Indien befindet, die Gliedmaßen ab und gibt ihnen dann life-saving treatments, also lebenserhaltende Therapien sozusagen. Also, der macht, dass die halt am Leben bleiben, bis sie bereit sind, um verkauft zu werden. Wounds will heal after time. He will check for infections. Also, die Wunden heilen nach einer Zeit und er wird dann auch überprüfen bezüglich Infektionen. You will get the slave after the whole progress. Also du wirst sie bekommen nach dem ganzen Progress, ja, nachdem alles abgeschlossen ist. If you don't want to buy, there is also the possibility to visit the underground operation to have fun with. Das muss doch alles ein schlechter Scherz sein. Also ich finde das jetzt gerade wirklich, ist jetzt kein Spaß. Ich finde das sehr heftig, dass wir auf so eine Seite gestoßen sind. Ich habe schon sehr oft davon gehört. Also, wenn du keine von diesen kaufen möchtest, gibt es ebenfalls die Möglichkeit, den Ort zu besuchen, die Underground Operation, um dort Spaß mit ihnen zu haben. After used one of them, you can leave without any trouble. Also nachdem du eine von ihnen benutzt hast, kannst du gehen ohne Probleme. Where are the girls from? Where are the girls from? Also wo sind diese Damen her? Mostly poor people from the streets, also meistens arme Leute von den Straßen. Sometimes lost solo tourist girls nobody won't miss. Okay, also meistens sind das eben arme Leute von der Straße, aber manchmal auch verirrte, einsame Touristen girls, die niemand vermisst, aber won't miss. Kann man das in dem Kontext so... Ja, ist ja egal. Aber auf jeden Fall anscheinend auch Touristinnen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das auf YouTube zeigen kann. Zumindest muss ich sehr, sehr viel zensieren. Wir haben hier ein Foto. Boah, Alter. Das ist ein Foto von... Ja, einer Person. Offensichtlich eine von diesen Damen. Welche keine... hat, aber komplett in einem Verband eingewickelt ist. Also der ganze Körper ist in so einem Verband eingewickelt und die hat hier so einen Schlauch am Mund, der irgendwo hinführt. Ich weiß nicht, ob man ihr dadurch Sauerstoff zufügt oder Essen und Trinken, ich weiß es nicht. Ach du Heiliges, es wird noch schlimmer. Okay. After 4 weeks of healing, we start the first tests before the vocal cords and other important things. Ich bin gerade wirklich ein bisschen sprachlos und ich hoffe wirklich, dass es sich hierbei gerade wirklich nur um irgendwelche Fantasien handelt von Leuten, die ja ihre Fantasien freien Lauf lassen und eben hier solche Sachen posten und das Ganze nicht echt ist. Hier steht, after 4 weeks of healing, also nach 4 Wochen, nach dem Heilungsprozess, circa nach 4 Wochen, starten wir die ersten Tests, bevor wir die Stimmbänder und andere wichtige Dinge. Ja, und hier haben wir ein Bild von einer Dame, welche auf allen Vieren ist, aber halt eben die Unterarme nicht mehr da sind
und die Unterschenkel nicht mehr da sind. Und die sind eingewickelt in Verband oder Gips. Und man hat ihr hier so ein Ding reingemacht, dass ihr Mund die ganze Zeit offen bleibt. So eine, ihr kennt das ja, diese Klammerdinger, dass die ganze Zeit ihr Mund so offen bleibt. Okay. Ich bin tatsächlich einfach sprachlos. Heute ist eine sehr knackige Episode, muss ich euch ehrlich sagen. Ich bin gerade tatsächlich sprachlos. Wenn man ein bisschen weiter geht, kommt man dann auf das hier und hier steht Get in contact to get your own toy. Also kontaktiere uns, um dein eigenes Spielzeug zu bekommen. Send request to, okay, gut, E-Mail werde ich jetzt ausschwärzen. Also man soll eine Anfrage an diese E-Mail-Adresse schicken. Keep in mind that the fee for requesting the original Indian contact will cost you 40.000 US-Dollar in Bitcoin. Okay, also sei dir im Klaren, dass die Gebühr, um den originalen indischen Kontakt herzustellen, ja, von diesem anscheinend indischen Doktor, welcher das fabriziert, der Kontakt, nur um den Kontakt herzustellen, kostet 40.000 US-Dollar in Bitcoins. Und nachdem man ihn kontaktiert hat, you with the correct Bitcoin address. Achso, und nachdem man eben die Adresse kontaktiert hat, bekommst du die richtige Bitcoin-Adresse, wo du das Geld hinschicken kannst. If you need more information about our toys, you can also contact this email address. Only serious requests. Also, wenn du noch mehr Informationen über ihre Spielzeuge haben möchtest, kannst du sie ebenfalls kontaktieren über diese E-Mail-Adresse und dann geben sie dir weitere Informationen. Und unten steht dann noch nur ernst gemeinte Anfragen. Gib mir kurz, ich lasse es kurz sacken und dann sprechen wir darüber. Ein paar Sekunden später. Okay, also, ich habe jetzt noch ein bisschen nachgedacht und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das echt ist oder fake ist. Ist schwierig zu sagen. Es könnte halt wieder so ein Money Catch sein, weil halt eben gesagt wird, yo, um den Kontakt herzustellen, musst du uns erst 40.000 Dollar schicken und dann bekommst du den Kontakt. Weswegen ich mir gut vorstellen könnte, dass es eine Scam-Seite ist, die einfach Leute, die tatsächlich solche Intentionen haben, also es tut mir leid, aber beim besten Willen, jemand, der sowas nice findet und allein Fantasien von sowas hat, ist absolut geisteskrank, ja. Also da gibt es gar nichts dazu zu sagen, das ist einfach nur krank. Und diese Leute sollten alle hinter Gitter gehören. Selbst wenn sie nur diese Gedanken haben, dass sie sowas geil finden, diese Menschen sollten nicht frei rumlaufen. Nichtsdestotrotz ist das hier eine Seite und ich frage mich halt, ist das eine Seite wirklich, um Leute abzuziehen oder steckt da wirklich was dahinter und gibt es wirklich einen Doktor in Indien aus unschuldigen Frauen Spielzeuge macht? Echte, lebendige Puppen für Männer. Ich habe schon mal davon gelesen gehabt und oft auch in Foren und allgemein Leute haben mir schon davon geschrieben, dass sie sowas schon bereits im Darknet gefunden haben. Ich selber bin nie auf sowas gestoßen und das ist das allererste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Beziehungsweise das stimmt nicht. Ich habe schon mal was gefunden dazu und es war so ein Artikel, beziehungsweise so ein Blogbeitrag eher von einer Person, die behauptet hat, sie wäre so ein Doktor, die sowas macht. Und das ist so richtig, richtig lange her, dass ich das gefunden habe. Das war damals noch zur Schulzeit, da war ich noch in der Schule mit einem Kumpel und da haben wir das gefunden. Da gab es tatsächlich eine Person, die sich als Doktor ausgegeben hat und behauptet hat, sie wäre jemand, der sowas macht. Jetzt aber so eine Seite zu finden, wo es wirklich nur darum geht, finde ich sehr, sehr schockierend. Es ist einfach nur krank. Es gibt keine Worte dafür. Ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll. Und mir ist gerade wirklich echt ein bisschen übel und ich habe gerade wirklich, I don't know, ich finde keine Worte dafür. Ich finde einfach keine Worte dafür und finde es einfach nur, es ist grausam. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass solche Sachen stattfinden und stattgefunden haben. Die Frage ist nur, ob diese Seite dazu echt ist. Das ist das Ding. Ich bin mir zu 100% sicher, auf dieser Welt gibt es wirklich alles und so kranke Sachen, die hier passieren. Und das ist einfach nur erschreckend. Und deswegen werde ich jetzt hier alles schließen. Okay, also, was war das heute für eine Episode? Also ich muss euch ehrlich sagen, ich bin immer noch schockiert über diese eine Seite. Klar, ich weiß, der ein oder andere würde jetzt sagen, Dennis, du bist doch voll auf dem Darknet für deine Videos. Als ob du nicht schon voll abgehärtet bist. Ich bin immer noch ein Mensch und es gibt immer noch Dinge, die mir nahe gehen. Und nur weil ich Videos über das Darknet mache und im Darknet für euch Sachen recherchiere und euch aufkläre darüber und zeige, was es hier gibt, heißt es nicht, dass mich solche Sachen nicht irgendwie mitnehmen oder irgendwie schockieren. Ja, ganz im Gegenteil. Also natürlich bin ich abgehärteter, als ich davor war. Ganz klar, es gibt Sachen, die mich nicht mehr abschrecken, die ich mir anschaue und mir denke, ja, okay. Aber es gibt immer noch Dinge, die mich wirklich sehr schockieren und auch wirklich
verstören, ja, so wie diese Seite. Und deswegen ist es auch wichtig, Triggerwarnungen zu geben und allgemein zu sagen, yo, Leute, geht nicht ins Darknet, denn ihr könnt Sachen finden, die euch wirklich verstören. Sei es allein irgendein Bild oder irgendwelche Videos, wo irgendwelchen Menschen was zustößt. Ich meine, klar, heutzutage gibt es sehr, sehr viele Sachen auch im normalen Internet. Dafür musst du nicht mehr ins Darknet gehen, wenn du sehen willst, wie irgendwelche Leute bei Unfällen sterben oder irgendwelche Kartellvideos oder so. Das findest du alles im normalen Internet, gar keine Frage. Es ändert aber nichts daran, dass du immer noch Sachen findest, die einen einfach absolut schockieren. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ganz wichtig ist natürlich auch noch zu sagen, dass alles, was wir hier in dieser Serie machen, natürlich nur zu Bildungs- und Aufklärungszwecken dient. Natürlich auch zur Unterhaltung, gar keine Frage. Und es ist wichtig, dass ihr nichts davon zu Hause nachmacht. Wenn ihr es dennoch tun solltet, ja, hafte ich nicht dafür. Ich auf eigene Gefahr, ne? Ganz wichtig zu sagen. Ja, nichtsdestotrotz, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Genug Internet für mich heute, definitiv. War eine sehr spannende Episode und wir haben wieder einen sehr dunklen Teil der Gesellschaft und der Welt gefunden. Was mich sehr schockiert hat, habt ihr, denke ich, mitbekommen. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare, ist mir sehr, sehr wichtig. Was haltet ihr von den Seiten, die wir heute gesehen haben? Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr vielleicht schon mal irgendwie was von diesen ganzen Themen gehört? Unter anderem auch das letzte Thema, was wir gesehen haben. Schreibt es unten in die Kommentare und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch über alles. Und das war's mit, ich weiß gar nicht, wie viel der Episode das heute ist. Ihr werdet es wahrscheinlich im Titel sehen. Ansonsten schreibt es gerne unten rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle wie immer bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und das wären Alina Eisentraut, Bibi Spooky Gamer Girl, Black Lolita, Black Shiva, CX Sensor, Cyber Psycho XX, Jeff Fuchs, Julian Hausmann, Katharina Bogdanowski, Kinga 1613, Löwe 2002, Marie Pantu, Marie 21, Michael F., Nadja Fettgenheuer, Niklas Möller, Patrick und Jenny 2017, Pyrojan 95, RexyTV, Saskia Pfeiffer, Snicker, Sonat Ümitschakir, Sophie, Steffi, Steven Lied, Tombi 27, Jakobi, Totti Botti, Verena Alberer, X-Chavi, Yaso Chan, Yvonne, Angelina R., ASMR Ruby, Eisel, Beatrice König, Bestie Lea, Betty F., Bloodswand Breed, Brody's Rainbow, Claudia Stetter, Daniel, Darpassi, DG85, Deluxe, Denna, Ehrenblü, Ella, Enger, Fabian Janitzer-Würsching, Florian Wilding, FluffyXO, Fresh Callboy, Gabba192, Gamestar, Giuseppe Corrado, Go Hard, Ice Blue, Ist Schon Okay, Isabel Wernicke, Yannick Peters, Jen, Jennifer Karg, Joel Schnell, Jules F. Mew, Yuna La Luna, Justin Richter, Kai, Kilian, Kim S., Lara W., Lea, Liam Pascal Falkenberg, live gespielt, Juan J.Ro, Madia Ahmed, Mandy 172, Markus Pyrasch, Mario Meyer, Markus Burkhardt, Markus Hübner, Martina, Mary Lou, Matthias H.M., Max, Michael, Mira Jane, Mr. Passo, Nancy Koch, Nico Hund, Nikolas Großer, Nicole Seger, Nini, Noah Jones Leitenbauer, NWSHTZ, Rainbow Panda, Sagaria 3, Sangis Angelus, Sarah, Sarah S., Sina Beck, Steffi, Strubbelhaar, Susi Novakovic, Sven Schulz, Tina Karaman, Xenia, Yolandi, Neko Kati, Zephyrau und Zero Hour. An dieser Stelle natürlich wieder vielen, vielen Dank für euren Support.